Was geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen auf dem Kanal Kniescheibe und meinem bärtigen Blog. Heute klären wir die Frage, welche Nadellänge eines Dermarollers ist die richtige für dich? Wie suchst du sie aus und warum ich nicht mehr als 1 mm für euch empfehle? Ja, ich weiß, ich habe diese Fragen schon in mehreren Videos beantwortet, aber eure Fragen eurerseits hören dann dennoch nicht auf. Deswegen habe ich mir gedacht, dann drehe ich mein eigenes Video. Bleibt bitte bis zum Ende, denn eure Gesundheit ist das Wichtigste. Ihr müsstet informiert werden, was, wie und wo. Also bleibt bis zum Ende. Jetzt geht's los mit dem Video. Los geht's! Also zunächst einmal muss man sagen, dass unsere Haut ist quasi eine Schutzhülle unserer Organe. Sie schützt uns vor den ganzen Umweltbedingungen, sie schützt uns vor Dreck, vor Staub und unser Blut bleibt so quasi sauber und unsere Innereien bleiben so quasi sauber. Und dieses schützende Organ brauchen wir jetzt nicht komplett durchstechen. So wie ich mitbekommen habe, bestellen sich manche jetzt 1,5 mm Dermaroller, 2,5 mm Dermaroller und was weiß ich, irgendwelche Schnapszahlen. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen, das ist falsch. Man sollte, wenn man es schon braucht, dann maximum 1 mm nehmen, aber auch nur dann, wenn du ein Vollbart hast. Quasi hier könnte ich jetzt zum Beispiel 0,5 mm nehmen. Hier ist ein bisschen lichte, aber auch schon ganz dicht, kann ich mal ein bisschen näher gehen. Ja, eigentlich ganz in Ordnung. Hier kann ich einen 0,5 mm Dermaroller verwenden und einen Millimeter Dermaroller kann ich hier verwenden zum Beispiel, wo es richtig dick ist. Dann kann ich euch zeigen, hier von der Nähe, da ist ein bisschen dicht und hier könnte ich einen Millimeter verwenden, weil unser Bart ist nachher quasi so ein Schutzpolster und du musst ja erstmal durch den Schutzpolster durchstechen. Ist ja eigentlich logisch. Ja, zu was gibt es dann die längeren Dermaroller, also ab 1 mm? Das ist meistens für irgendwelche dickeren Frauen, no hate oder so. Das ist für Frauen, die jetzt zum Beispiel Zellulitis an ihren Hintern wegmachen wollen oder an den Beinen wegmachen wollen. Dafür ist es gedacht. Oder irgendwelche Brandnarben, wenn du eine Brandverletzung hast. Damit kann man das auch ein bisschen lindern bzw. verkleinern. Oder irgendwelche Narben im Gesicht, sei es durch Akne oder so. Das kannst du dann damit behandeln lassen. Ganz wichtig lassen, das sollte dann nur vom Fachpersonal, von Hautärzten durchgeführt werden und ihre Krankenschwestern bzw. Arzthelferinnen, die können das dann genauso. Das hat im privaten Haushalt für mich, meiner Meinung nach, nichts verloren. Es reicht für dich aus, wenn du keinen Bart hast, dann kannst du einen 0,5 mm Dermaroller nehmen. Wenn du ganz lückenhaften Bart hast, zum Beispiel hier habe ich eine riesengroße Lücke, hier reicht vollkommen aus, einen 0,5 mm Dermaroller zu nehmen. Da kann ich auch für die Leute, die mich auch wegen der Haare verfolgen, sagen, 0,5 mm reicht genauso an euren Kopf. Hier kann man sagen, dass hier in diesem Bereich, in den Geheimratsecken, hier brauchst du Dermarollern gar nicht anfangen, das bringt nichts. Aber hier auf dem Hinterkopf, dann bringt was. 0,5 mm Dermaroller, ist egal, welche Bartlänge du hast. Da müsst ihr noch aufpassen, wenn ihr schon Dermarollert, dann kürzt euren Bart. Wie ich jetzt hier an dem Backen gemacht habe, kürzt euren Bart. Ich benutze meinen Dermaroller hier, da und hier an dem Bereich und hier. Sonst benutze ich meinen Dermaroller nicht. Es kann passieren, wenn ihr euren Bart zu lang wachsen lässt, dass die Trommel, das sind immer noch 540 Nägel, stellt euch mal vor, 540 Nägel, dass die Trommel einfach die Haare rausreißen, wenn die Haare einfach zu lang sind. Deswegen müsst ihr euren Bart ein bisschen kürzer tragen. Ich muss es ja hier nicht mehr dermarollern, deswegen brauche ich auch hier nicht kürzer tragen. So, wie ich gerade erwähnt habe, hat ein Dermaroller 540 Nägel. Es gibt natürlich mit weniger Nägel, es gibt natürlich mit mehr Nägel, aber für uns ist einfach das richtige 540 Nägel und da gibt es auch die längeren, da habe ich auch eine davon. Das bringt einfach nichts, weil du einfach, wenn zum Beispiel auf dem Kopf, machen wir ein Beispiel auf dem Kopf, dein Kopf ist rund, der Dermaroller ist quasi gerade, du dermarollerst immer nur den höchsten Punkt auf deinem Kopf. Genauso ist es hier am Kinn oder so. Oder hier deine Backe drückt sich nachher ein beim Dermarollern. Quasi du hast den Druckpunkt außen und deine Backe ist halt quasi weich in der Mitte und drückt halt nicht so richtig. Ja, die Nägel kommen da nicht richtig rein in die Haut. Deswegen reicht auch so ein kleinerer 540 Nägel und da kannst du alles am besten damit bearbeiten.
Also jetzt weißt du die Größe, die Länge. Es gibt auch noch die Möglichkeit, wie ich es auf meinem Kanal vorgestellt habe, den Dermaroller mit Minoxidil zusammen zu verwenden. Wenn du keinen Bart hast, dann verwendest du einen 0,25 mm Dermaroller. Wenn du einen Bart hast, zum Beispiel wie ich, dann verwendest du einen 0,5 mm Dermaroller. Du brauchst den Dermaroller dir nicht speziell extra höher oder größer aussuchen, weil das bringt absolut nichts. Wie gesagt, wir müssen nur einfach nur die oberste Hautschicht durchstechen, wir müssen nicht bis zum Fleisch, wir müssen nicht bis zur Wurzel vordringen. Es reicht einfach, wenn wir die oberste Schicht unserer Haut durchstechen und dann irgendwie Minoxidil auftragen, damit es dann besser reinkommt. Hier zum Beispiel an der Fleck, an der Stelle habe ich halt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Fettablagerungen. Deswegen hat das Minoxidil auch ein Problem, da durchzukommen. Da muss ich halt immer mit dem Dermaroller vorstechen. Dann kann ich nochmal die Frage beantworten, wie stark muss man überhaupt drauf drücken, wenn man Dermaroller hat. Es reicht einfach, wenn du mit deinem ganz normalen Handdruck, du brauchst nicht richtig reindrücken, sondern einfach nur auflegen und runterziehen. Ja, mehr brauchst du, brauchst nicht richtig reinzudrücken, das ist komplett vollkommen unnötig und mit einer 0,5 mm kannst du sowieso nichts kaputt machen, deswegen ist es in Ordnung, wenn du einfach handfest drüber rollst. Wie gesagt, ich habe hier ein Video schon gemacht, wie man Dermaroller auf dem Bart intensiv verwendet, verlinke ich euch hier, und ich habe ein Video gemacht, wie man Dermaroller mit Minoxidil zusammen anwendet, verlinke ich euch ebenfalls hier, klickt einfach auf das i, dann kommt ihr auf die Videos. Also wie gesagt, nicht stark draufdrücken, das braucht ihr einfach nicht. Und schaut bitte die Videos, damit ihr wisst, wie es funktioniert. Und wenn du in der Zukunft auch vorhast, einen Dermaroller anzuschaffen, da findest du ihn unten in der Videobeschreibung, einen Link zu Amazon, da gelangst du zu einem 0,5 mm Dermaroller. Achtung, da kann ich euch sagen, manchmal ist es so, wenn man auf einen Link klickt, dann kommt man auf einmal zu einem Millimeter Dermaroller, falls der irgendwie ausverkauft sein sollte, oder ich weiß nicht, warum der Fehler manchmal existiert. Da unten ist aber ein 0,5 mm Dermaroller verlinkt, sogar zwei. Da könnt ihr euch entscheiden, welche Qualität ihr haben wollt. Da danke ich auf jeden Fall schon mal für die Unterstützung. Ich hoffe, dieses Video hat euch mal wieder weitergeholfen. Ich wünsche euch die schönen Tage, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Ciao.